the ground. Hallo liebe Plattenfreunde, Guidos Plattenkiste, und ich freue mich heute ganz besonders, weil seit zwei Tagen höre ich zu Hause noch eine Platte momentan rauf und runter. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute natürlich mal ein kleines Mini-Spezial-Hommage-Teil an einen ganz, ganz großen Gitarristen, der leider vor genau 10 Jahren und 3 Monaten, glaube ich, verstorben ist. So lange ist er schon wieder her, es ist Wahnsinn. Damals verstorben in Spanien im Hotelzimmer. Und er ist ein fantastischer Gitarrist, der seinesgleichen sucht. Letzten Endes, wir reden natürlich von Gary Moore und seiner neuesten Platte How Blue Can You Get. Und das ist ganz frisch rausgekommen, ich glaube am 30. April rausgekommen. Ich habe die gesehen, habe mir die gleich bestellt. Ich dachte, geil, Alter, was ist das denn wieder für ein geiles Zeug? Weil Postmortem, da solche Scheiben nochmal rauszuknallen von Aufnahmen, die man irgendwie dann nochmal irgendwie archivmäßig von der Familie zusammen gesammelt hat und veröffentlicht hat und dann nochmal gemixt hat oder sowas. Das kann ja nur was Tolles sein. Und genauso hat sie das, finde ich persönlich, auch total bewahrheitet, weil ich finde die Platte wirklich ganz, ganz klasse. Liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich Gary Moore natürlich auch wirklich als Gitarrist wirklich ganz, ganz toll finde, weil es ist jetzt nicht so der schnellste Flitzeflinger-Typ und der hat auch jetzt nicht die wahnsinnigen Extrem-Solis drauf oder irgendwie sowas, aber er hat einfach einen Klang, der holt so viel Klang aus seinen Fingern, aus seinen, das ist einfach fast nicht mehr nachzumachen, finde ich irgendwie so. Das klingt jetzt auch ein bisschen schade, aber letzten Endes ist es irgendwie so. Wahrscheinlich liegt es ein Stückchen daran, weil er nämlich eigentlich Linkshänder ist. Könnte ich mir vorstellen. Und als Linkshänder trotzdem seine Gitarre rechtshändig spielt. Vielleicht ist es einer der Gründe, warum er einfach so einen tollen Klang auf seinen zahlreichen Gitarren, die er alle im Prinzip gespielt hat. Ne? Also hauptsächlich spielt er Gibson-Gitarren, hat aber glaube ich auch eine Menge Ibanez gemacht, der hat PRS gespielt, der hat Heritage gespielt, der hat, ich weiß es gar nicht ganz genau, ne? wirklich viele, viele Gitarren gespielt. Und Gary Moore, fangen wir einfach mal ein bisschen früher an, dachte ich mir natürlich, mache ich eine kleine Mini-Hommage mit den Sachen, die ich so habe von ihm. Ein paar haben wir natürlich auch schon mal gesehen. Aber ich denke, ich will es auch gar nicht allzu lang hinauszögern. Also wir machen das einfach relativ schnell durch, sag ich mal irgendwie so. Und zwar ging das Ganze, als Debütalbum Gary Moore Band. Ich weiß gar nicht, ob es als Scheibe gibt oder irgendwie so. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ist auch nicht so gefruchtet, glaube ich, oder so. Aber dann kam relativ schnell der Sprung zu John Heisman und... Nee, das war nur John Heisman, der John Arie, John Heisman und John Mole war es damals noch, genau. Und zwar zu Colosseum. Und zwar ist das aber schon die Colosseum 2. Der hatte, glaube ich, mit Colosseum hat, glaube ich, 2 Platten, glaube ich, gemacht. Und dann kam da schon Klemmklemm. Bin das gar nicht so ganz sicher. Aber da war natürlich eben halt John Arie natürlich als einer der Gründungsmitglieder und John Heisman natürlich als wahnsinniger Schlagzeuger, Ehemann von Barbara Thompson. Leider auch früh verstorben, oder bin ich jetzt? Ja, John Heisman ist gestorben, natürlich, klar. Entschuldigung. Auch schon selber gesehen, Colosseum, fantastische Band, ganz, ganz toll. Hier hat der junge Gary Moore auch drauf zu sehen, mit seiner langen Matte oder so. Natürlich kleiner Einblick, kleiner Ausrutscher hier in den Jazzrock-Bereich von Gary Moore. Natürlich super, hat wunderbar gefruchtet. Platte selber hier, das Cover natürlich ein bisschen abgeranzt, aber ist natürlich für Jazzrock-Fans eine bekannte Scheibe. Ne? Colosseum 2 habe ich auf jeden Fall, wo Gary mitgewirkt hat. Die beiden anderen sind nicht bei mir. Aber dann ging es dann auch relativ schnell. Also er ist ja geboren in Belfast, das wissen wir ja irgendwie alles. Ne? Und einer der ganz, ganz Großen aus der Reihe hat dann relativ schnell, glaube ich, seinen Sprung gemacht zu Phil Lynott. Hat mit Phil Lynott dann damals zusammen Skid Row gegründet. Das ist nicht die Ami-Band, sondern sie hat die irische Band. Und bei Skid Row wurde er auch ganz schnell Silly Season. Ne? Und da hat er natürlich auch irgendwie 2, 3 Dinger mitgemacht. Vielleicht einer seiner größten Freunde gewesen zu der Zeit. Auch leider früh verstorben, der gute Mann. Aber nichtsdestotrotz hat Gary natürlich auch nebenher relativ schnell im Hardrock-Bereich Fuß gefasst und fing an mit dieser Scheibe Corridors of Power. Die kam in 1982, glaube ich, von Virgin. Ja, 82 kam sie raus. Junge Gary Moore, Marshall-Gitarren gespielt, Marshall-Amps natürlich immer gespielt, zum größten Teil, genau, Fender Stratocaster hat er natürlich auch noch gehabt. Ein Pace hier natürlich an den Drums noch mit bei gewesen, auch mal viele ganz große Musiker da mit bei gewesen. Der UFO-Mann Neil Young, genau, Neil Young, nee, wieso ich nicht, also, von UFO auf jeden Fall,
Kommen wir da auch nochmal irgendwann drauf. Jack Bruce hat immer eine Menge mitgemacht, irgendwie der Ian Pace hat einen Lied gemacht gehabt, Gary White, alle irgendwie da haben letzten Endes mitgewirkt. Und hier auf dieser Scheibe natürlich mit End of the World auch schon richtig ein Kracher gelandet, was schon richtig, richtig rockig losging, wo die Leute schon irgendwie gedacht haben, aha, okay, da hat aber einer das Gitarrenspiel richtig drauf. Ne? Kurz darauf folgte natürlich relativ schnell Gary Moore's Victim of the Future. Und das war so auch für mich so der damalige Einstieg im Jahre 83, wo ich dann doch vermehrt Gary Moore mal gemerkt habe oder gehört habe, wow, ist das klasse. Ne? Natürlich auch mit Empty Rooms, einer seiner größten Hits, Shape of Things, hier nach Victims of the Future, auch wunderschön, auch das Titelding, wunderschön gemacht. Auch hier wieder ein Pace, Neil Carter, nicht Neil Young, sondern Neil Carter heißt der gute Mann, der spielt hier das Keyboard und das ist ja der Typ von UFO gewesen. Ne? Mit Bob Daisley war er relativ viel gemacht, auch ein guter Kumpel von ihm gewesen. Der hat auch diese wunderschöne Scheibe gemacht, Blues for Gary. Die kam dann mal irgendwie vor ein paar Jahren raus. Ich glaube, 3, 4, 5 Jahre ist es her oder irgendwie. Es ist auch eine wunderschöne Blues-Scheibe, wo viele große Größen, also hier von... ach Gott, ich weiß gar nicht, was genau. Komm jetzt gar nicht mehr. Mensch, bin ich denn bescheuert? Mein Gehirn macht gerade wenig mit. Kriegen wir deine Meinung wahrscheinlich zusammen. Ne? Gary Moore, Victims of the Future, auch ein schönes Hardrock-Teil gewesen, was immer noch so ein bisschen unbekannt nebenher lief. Das ist immer mal aufgetaucht oder so, neben der ganzen Heavy-Metal-Szene natürlich immer noch. Dann kam Run for Cover und bei Run for Cover haben auch schon jede Menge große Leute mitgemacht. Hier gibt es schon eine andere Version von Empty Rooms drauf, Military Man. Out in the Fields, damals ein ganz großer Hit gewesen von Gary Moore. Hier hat er gerade die Hammer-Gitarren, genau, die spielt er natürlich auch noch, die Hammer-Gitarren. Phil Lynott hier viel mitgewirkt. Glenn Hughes hat hier nach dem Bass gezupft. Jerry Ferguson am Drums. Also auch immer jede Menge Leute drauf, ne? Die großen Rang und Namen hatten. Merkwürdiges Deutsch, was ich hier drauf habe. Schöne Platte damals, habe ich sehr, sehr gerne gehört. Run for Cover von Gary Moore. Auch darauf folgte, ich glaube, ein ganzes Jahr später, zwei Jahre sogar später, 87 rausgekommen, seine Platte Wild Frontier. Und das ist schon eigentlich im Prinzip das, ich habe fast schon Debütalbum gesagt, das, ein Memorial-Album für Phil Lynott. Da war er gestorben und das hat er ihn zu Ehren mehr oder weniger gemacht. Da gibt es nicht auch viele schöne Sachen drauf, wie Oh Johnny Boy und so, sind halt direkt Phil gewidmet. Hier gibt es auch unten rechts diesen kleinen Hinweis vor Philip. Ne? Also letzten Endes auch irgendwie so. Und das ist so die erste, wie nennt man das so, Celtic-Rock-Geschichte. Da war hier so Over the Hills and Far Away mit drauf, wobei Fonte sowieso. The Loner war ja drauf, auch ein wunderschönes, der Game hat es ja einfach drauf gehabt, immer diese wunderschönen Gitarrenballaden zu spielen. Also ganz, ganz tolle Platte zu der Zeit, Wild Frontier. Die ich übrigens auch, muss ich natürlich auch mal sagen, gleich natürlich doppelt habe. Ist aber auch nicht schlimm, hat man ihm halt zweimal. Ne? Ist bei mir nichts Seltenes, werden wir gleich mal sehen. Dann kam After the War mit dieser wunderschönen Heritage-Gitarre. After the War war schon so ein bisschen so eine Mischung wieder so zwischen ja, Bluesrock, Rock irgendwie so in der Richtung. Da war es dann so ein bisschen Vietnamkrieg und diese ganzen Geschichten irgendwie wurden dann eben halt angeklagt. So. Mitgewirkt hier auch wieder Neil Carter, Bob Daisley hat einen Bass gezupft und Cozy Powells an den Drums, der hat dann auch bei Rainbow und was weiß ich wo überall mitgespielt. Eigentlich auch eine schöne Rockscheibe, würde ich einfach mal so sagen. Ne? Aber dann hörtest du langsam bei mir auf, bei Gary Moore für eine kurze Zeit lang. Ich glaube, es gab noch ein oder zwei dazwischen. Ich weiß nicht ganz genau. Und auf einmal gab es eine Scheibe, da habe ich gemerkt, aha, ne? Wird wahrscheinlich jeder von euch kennen, beziehungsweise eigentlich auch haben, weil jeder, der so ein bisschen was mit Bluesgitarre an den Backen hat, wird auf einmal festgestellt haben, hey, da ist ein Mann, der hat den Blues also wirklich für sich gepachtet. Ne? Also mal ganz neben
Eric Clapton und Co. Einer der wenigen, die, also der weiß, das hat man ganz vorsichtig ausgedrückt, der auf einmal Blues spielte und auf einmal war der Blues wieder in. Der Blues war ja komplett mal weg. Den hat ja keiner mehr gehört zu der Zeit. Und auf einmal, und zwar war das 87 oder 88, ich bin gar nicht ganz sicher, vielleicht steht das auf einer von meinen drei LPs drauf. Ich habe sie nämlich tatsächlich dreimal, habe ich gerade festgestellt. Weil ich die einfach so klasse finde. Lass ich nicht stehen. Die, wenn ich die irgendwo sehe für einen guten Kurs, nehme ich die mit. Und ich habe sie jetzt tatsächlich dreimal gefunden. Ist auch nicht auszuschließen, dass ich sie vielleicht noch ein viertes Mal habe. Ist auch nicht so wichtig, weil es einfach ein fantastisches Album. Da kann ich nicht viel mehr zu sagen. Ich habe einfach mal wieder einen ganz, ganz anderen Stellenwert, anderen Blickwinkel zum Blues bekommen, seitdem ich Gary Mustiger zu Blues gehört habe. Und das fand ich wirklich grandios. Wirklich grandios. Dann zog für mich so ein bisschen die CD-Zeit ein. Und ich hatte dann irgendwie so ein, zwei CDs noch von ihm, die auch wirklich klasse waren. Die waren auch so ein bisschen, ja, wie sagt man das, so ambient-mäßig angehaucht. So, da wurde schon mit Drumcomputern gearbeitet und hatte dann ein bisschen drauf rumgefrickelt und so. Das war auch schon sehr interessant. Habe ich aber überhaupt nicht mehr als LP. Also im Prinzip hört das bei mir bei Still Got the Blues an LPs auf. Ja, das ist trotzdem ein Meilenstein der Musikgeschichte. Und bei Still Got the Blues gab es ja noch damals diesen rechtlichen Vorwurf, der auch, glaube ich, bestätigt wurde, von dieser deutschen Krautrock-Band. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das jetzt war. Die mal sagen, ja, das Plagiat, das ist ja überhaupt nicht, das gehört ja alles hier, ist ja unser Song hier oder irgendwie so, das greift so ein paar Phasen von. Das Thema, ne? Und das ist ja auch tatsächlich, ich habe es auch immer angehört, ist auch tatsächlich ein wenig wiederzuerkennen. Es ist ja wirklich schon genau dasselbe. Aber ich glaube auch, dass es das auch wirklich öfter schon gegeben hat. Und aber keiner hat sich halt so schön gespielt wie die ganze Blues, finde ich. Ne? Und da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, irgendwie sowas. Es gibt natürlich so Themen, die hat man als Gitarrist drauf. Und wenn man sie dann besonders schön jammern kann mit der Gitarre, dann ist das eben halt auch, das kann man es auch zu seinem Stück irgendwie machen. Ich glaube nicht, dass da bewusst irgendwie was geklaut wurde, sondern das ist einfach so überliefert worden. Das geht dann so in diese Gitarrenhände, in den Geist und sowas mit ein. Und dann spielt man das halt irgendwie so. Und dann ist das auch für einen der eigene Song. Also ich würde das wirklich mal so sehen. Ich glaube, andere würden das auch so sehen. Und er hat, glaube ich, eine Menge Geld dafür abgelatzt. Ich glaube natürlich, weil der andere schon recht bekommen hat, hat Gary Moore gesagt, wir einigen wir uns da irgendwie vor Gericht oder irgendwie so, kriegst du so viel Kohle. Und dann hat sich das oder irgendwie sowas. Aber naja, ne? Gut, gute Musiker noch mit drauf auf der Tabelle. Albert Lee, nur eine Gitarre, B.B. King. Ne, Quatsch, B.B. King. Albert Lee. Albert Collins, genau, Albert Collins, Don Airey natürlich irgendwie noch wieder mit bei hier. B.B. King war natürlich mit bei. Aber hier, George Harrison hat mitgewirkt bei der Scheibe, ne? Mit produziert, glaube ich, oder so. Auch, glaube ich, ein Song mit selber noch gemacht. Wie gesagt, fantastisches Album, welches für mich nicht wegzudenken ist, gerade im Blues-Bereich. Dann habe ich die natürlich letztes Mal ganz kurz gezeigt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Bootleg ist oder irgendwie ganz rede. Gary Moore Live ist aber auch relativ früh. 84. Ja, 84, also Anfangszeit letzten Endes auch sehr rockig. Ne? Hier ist noch Parisian Walk Away mit drauf. Ist auch ein wunderschönes Lied, was er mit Phil Lynott, glaube ich, zusammen gemacht hat. Auch immer wieder bis zum Ende live gespielt hat. Es gibt also zwei, drei Sachen, die er immer irgendwie live noch mitspielt oder irgendwie das. Und dementsprechend gehört das einfach zu seinem Repertoire. Und das ist über 10, 20 Jahre treuer Begleiter auf dem Konzert. Ich habe es leider nie, aber auch wirklich traurigerweise, nie geschafft, Gary Moore live zu sehen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Es gibt einen wunderschönen Mitschnitt vom Jazzfestival. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt war. Ist dann prämierte DVD, glaube ich, oder Blu-ray oder irgendwie sowas. Kann man sich mal angucken, wenn man das gerne möchte. Gary Moore live, ich weiß nicht ganz genau, wo das jetzt war. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe dann auf jeden Fall jetzt vor kurzem, wie immer standardmäßig, wieder so ein bisschen geschaut, was so läuft an Schallplatten und irgendwie sowas. Und habe ihm halt entdeckt gehabt, Mensch, da haut tatsächlich die Family von Gary Moore
Er hat ja, glaube ich, vier Kinder, glaube ich, oder so, ne? Zwei verschiedenen Frauen. Zwei Jungs, glaube ich, und Mädchen auch noch irgendwie und sowas. Da haben die tatsächlich noch irgendwie eine Scheibe von ihm raus. Ne? Irgendwie hier ist Archivmaterial ausgegraben, wo es auch immer herkommt. Das weiß auch, glaube ich, keiner so ganz genau. Und das Ding haben wir mal hier auf dem Markt. Ne? Und das Ganze wurde natürlich auch erstmal wunderschön mit einer wunderschönen farbigen Pressung, nämlich in einem ganz tollen Babyblau rausgehauen. Die ist noch so ein bisschen gesprenkelt, wenn ihr das so seht. Also es sieht auch wirklich sehr schön aus mit einer 180 Gramm LP. Und wirklich, also für einen Blues-Freund mit der wahnsinnig tollen, sehr, sehr, sagt man das, sehr, sehr puristischen, klanglichen E-Gitarre von Gary Moore, ist das wirklich toll. Ganz, ganz klasse. Ja, ist limitiert anscheinend oder irgendwie sowas. Ne? Das Ganze geht gleich los hier mit einem Tor. Es wird mehrere Coverversionen natürlich irgendwie auch drauf. Am Tor Down ist, glaube ich, eine Coverversion. Ich weiß gar nicht ganz genau, wer das alles war. Müsste ich irgendwie alles nachlesen. Steppin' Out ist, glaube ich, eine Coverversion. How Blue Can You Get? Ich meine, das ist von B.B. King, das weiß ich gar nicht genau. Das wird hier auf 6 oder 7 Minuten runtergehauen von Gary Moore. Dann gibt es hier zwei wunderschöne Balladen drauf. Und zwar In My Dreams zum Beispiel oder Living with the Blues. Ne? Also auch so wunderschön, wirklich wunderschön. Ne? In My Dreams ist schon eigentlich mehr oder weniger tatsächlich Stiller, also Blues in einer langen Version. Da sind ganz, ganz große Parallelen auch wiederum da. Aber ich finde es klanglich einfach toll. Ich habe die mir wirklich jetzt mehrfach richtig angetan mit einer ordentlichen Lautstärke. Ganz bewusst gehört gehabt. Und ich finde die wirklich für eine Blues-Scheibe ganz richtig, richtig groß. Und freue mich darüber, dass ich mir die noch schnell einfach mal eben so bestellt habe. Für relativ wenig Geld finde ich im Verhältnis. Ich glaube, es kostet etwas über 20 Euro oder sowas. Ne? Bin jetzt nicht so ganz sicher, weil ich habe jetzt so viel bestellt in letzter Zeit. Warte auch noch immer wieder auf neue Platten. Bei mir läuft es ja zurzeit irgendwie so, dass ich ja fast nur ausschließlich neue Sachen kaufe, weil ich wüsste gar nicht, wie ich es anders machen soll. Diese eBay-Geschichte, das klappt bei mir irgendwie nicht. Da habe ich nicht so viel Glück wie ihr. Ich freue mich letztendlich immer bei euch, wenn ihr so tolle Sachen da irgendwie drunter kriegt oder so. Ich muss aber auch immer wieder feststellen, ich freue mich auch über solche Sachen, weil tatsächlich gibt es einen guten Vinylmarkt, der auch noch bezahlbar ist, finde ich, irgendwie sowas. Da hatte ich ja schon mal auch gesagt gehabt, so, das ist auch meine persönliche Einstellung. Ich muss nicht jetzt wirklich klar freue ich mich über eine Erstpressung, muss ich persönlich jetzt nicht immer grundsätzlich haben. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss jetzt unbedingt die Erstpressung haben. Wenn man sie bekommt, ist das ganz, ganz toll. Ich freue mich auch über eine schöne Neuauflage irgendeiner Scheibe. Hab da das noch jetzt mehrere bestellt, worauf die ich noch irgendwie erwarte. Und naja, wir waren bei Gary Moore und kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Falls ihr irgendwie Bock drauf habt, coolen Blues, à la Gary Moore natürlich, mit einer fantastischen Gitarre und einer ganz tollen Spielweise von einem Mann, der leider vor 10 Jahren verstorben ist, dann holt euch diese Platte. Ich weiß jetzt nicht, limitiert, kann ich jetzt nicht genau sagen, welcher Stückzahl so ein Ding limitiert wird. Wahrscheinlich schon an die 10.000 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich durfte nur eine kaufen. Das wurde definitiv vorgegeben. Ich konnte jetzt nicht 10 Stück kaufen oder irgendwie sowas, was ich auch niemals tun würde. Ich kann nur eine kaufen, also für Zwischenhändler schwierig dann letzten Endes. Ich halte das jetzt mal zugute, dementsprechend. Vielleicht ist es ja doch nicht so häufig. Ich weiß es nicht ganz genau. Ne? Auf jeden Fall Platte für mich, momentan Platte der Woche. Gary Moore, How Blue Can You Get? Yes. Und damit verabschiede ich mich schon wieder ganz fix und schnell. Freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß in eurem Leben und genießt die Zeit und hört schöne Musik. Und ja, wir warten auf den Sommer. Also ich warte ganz doll auf den Sommer. Hier ist Land unter. Hamburger Wetter ist zum Kotzen. Kann ich nicht. Ich war schon vor einem Monat draußen. Da kenne ich mir jetzt schon. Okay, interessant. Ciao.